Hi, das ist Hatti, ich bin Marti. Und das sind die Was geht ab Shorts. Wer möchte Bundeskanzler von Europa werden? Nein, du nicht. Jean-Claude Juncker und Martin Schulz sind die Spitzenkandidaten für den EU-Kommissionspräsidenten, was so eine Art Bundeskanzler von Europa ist. Letzte Woche lieferten sie sich das zweite TV-Duell, das erste auf deutschem Boden und in deutscher Sprache. Die beiden wollen noch bis zum Wahltag am 25. Mai durch alle 28 Mitgliedstaaten tingeln und für sich werben. Martin Schulz ist deutsch und vertritt die Sozialdemokraten. Jean-Claude Juncker stammt aus Luxemburg und geht für die Europäische Volkspartei ins Rennen. Der gehören auch CSU und CDU an. Im TV-Duell meinte Juncker, dass Merkel ihm persönlich versprochen habe, dass er Kommissionspräsident wird, wenn die Union die nötige Mehrheit zusammenbekommt. Auf unserem Wahlzettel werden aber weder Juncker noch Merkel zu finden sein. Für die CDU tritt nämlich der ehemalige Ministerpräsident von Niedersachsen, David McAllister, als Spitzenkandidat an. Hä? Das verstehe ich nicht. Also nochmal grob zusammengefasst. Jedes Land wählt zur Europawahl nur landeseigene Parteien. Die Parteien stellen eine Liste mit Kandidaten und ihrem Spitzenkandidaten auf. Kandidieren darf jeder, der seinen Wohnort in Deutschland hat. Das heißt, ein Franzose, der in Deutschland wohnt, darf als Kandidat für Deutschland in der Europawahl antreten? Richtig! Und da Juncker nicht in Deutschland wohnt, kann er von uns auch nicht gewählt werden. Außerdem tritt Juncker nicht als Kandidat für das EU-Parlament an, sondern nur für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Wir als deutsche Bürger wählen aber die Abgeordneten im EU-Parlament. Und diese wählen dann den EU-Kommissionspräsidenten. Und so sieht ein Wahlzettel aus. Alter Schwede. Zur Wahl stehen 1, 2, 3, 4... 24 Parteien, darunter die üblichen Verdächtigen: CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke und FDP. Genauere Infos zu ihnen findet ihr in unserem Parteicheck, den wir vor der Bundestagswahl gemacht haben. Die Links dazu sind in der Infobox. Wir haben für euch ein paar Statements von den einzelnen Parteien zur Europawahl zusammengefasst. Beginnen wir mit der CDU. David McAllister ist Spitzenkandidat und das Wahlmotto lautet: gemeinsam erfolgreich in Europa. Im Vordergrund steht für die CDU die Festigung der EU und nicht die Erweiterung. Sie sind gegen einen Beitritt der Türkei und für die Transaktionssteuer. Außerdem halten sie am ESM fest und wollen eine europäische Armee gründen. In Bayern tritt statt der CDU ja die CSU an. Ihr Spitzenkandidat ist Markus Ferber. Die SPD hat Martin Schulz an ihrer Spitze, der auch gleichzeitig für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten kandidiert. Im Gegensatz zur CDU will die SPD die EU erweitern und ist für einen Beitritt der Türkei. Sie ist gegen die Sparpolitik, für einen Mindeststeuersatz und wie die Union für eine Transaktionssteuer und eine EU-Armee. Für Bündnis 90 Die Grünen geht Rebecca Harms an den Start. Wie die SPD sprechen sich die Grünen für die EU-Erweiterung besonders durch die Balkanstaaten aus. Sie wollen wie SPD und Union eine EU-Armee und die Energiewende. Außerdem wollen die Grünen ein humanitäres Visum einführen, das Asylsuchenden die Einreise erleichtert. Für die FDP tritt Alexander Graf Lambsdorff an. Die FDP sagt ja zum Euro, will aber das Insolvenzrecht für Staaten einführen, sodass diese aus dem Euro austreten können. Für einen Beitritt von östlichen Staaten fordern sie rechtsstaatliche Reformen. Sie wollen ein europaweites System der geregelten Einwanderung. Gabi Zimmer ist die Spitzenkandidatin der Linken. Die Partei ist für die EU-Erweiterung, gegen die geplante Bankenunion und gegen die bisherige Flüchtlingspolitik der Abschottung. Sie fordert ein neues Beschäftigungsleitbild für Europa, das Mindestlohn, Arbeitszeiten und Leiharbeit regelt. Da die Sperrklausel abgeschafft wurde und es somit keine 5%-Hürde mehr gibt, treten auch viele kleinere Parteien zur Wahl an. Am bekanntesten sind davon wohl die AfD und die Piratenpartei. Für die Piraten tritt Julia Reda an. Die Freiheit des Internets, Gleichberechtigung und ein transparentes Europa sind Grundlinien der Piraten. Sie wollen mehr Demokratie in der EU mit Hilfe von Reformen, die durch eine Volksabstimmung abgesegnet werden. Auch fordern sie ein Gesetz für Whistleblower. Bernd Lucke steht an der Spitze der Alternative für Deutschland. Die Partei ist für einen Ausstieg Deutschlands aus dem Euro. Sie ist gegen die Bankenunion, gegen den Türkei-Beitritt, gegen die Energiewende und gegen den Mindestlohn. Die Freien Wähler gehen mit der Landwirtin Ulrike Müller in den Wahlkampf. Sie wollen ein Lobbyistenregister, mehr Regionalität und die Abschaffung der Rettungsschirme. Sie sind tendenziell eher europakritisch eingestellt. Die Republikaner sind ebenfalls europakritisch und haben bereits einmal mit der NPD fusioniert. Ihr Spitzenkandidat ist Hermann Mack. Für die ökologisch-demokratische Partei tritt Klaus Buchner an. Das Ziel der Partei ist mehr Transparenz und Wirtschaftswachstum durch mehr Nachhaltigkeit. Zur Wahl stehen unter anderem noch die Deutsche Kommunistische Partei, die Tierschutzpartei, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands und die Partei Bibeltreuer Christen. Auf Platz 24 dieser langen Wahlliste findet man schließlich noch die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Ihr Spitzenkandidat ist Martin Sonneborn. Diese Satirepartei wurde von Redakteuren der Titanic gegründet. Die Partei ist für die Einführung einer Faulenquote, die Abschaffung der Sommerzeit und sie möchten eine Mauer um die Schweiz bauen. Ihr gewagtes Motto lautet: Ja zu Europa, Nein zu Europa.
Da genügend Irre für Europa eintreten und ebenso viele Schwachköpfe dagegen, haben wir beschlossen, die vakante Position Europa ist uns egal zu besetzen. Das dürfte rund 72% der Wähler aus der Seele sprechen. Die Partei zeigt, dass die ganze Europawahl nicht als todernste Angelegenheit zu betrachten ist und nimmt gleichzeitig die Wahlversprechen der konkurrierenden Parteien aufs Korn. Interessant wäre es, was passieren würde, wenn die Partei tatsächlich Sitze im Europaparlament bekommt. Wählen gehen ist auf jeden Fall schon einmal der erste Schritt zur Veränderung. Im Wahl-O-Mat kann man die Thesen der einzelnen Partei und die eigene Tendenz übrigens gut miteinander vergleichen. Geht ihr wählen? Und findet ihr es gut, dass es keine Sperrklausel mehr gibt? Schreibt in die Kommentare. Übrigens haben wir nächste Woche einen Spezial-Community-Check für euch, der sich rund um die Europawahl dreht. Postet uns dazu jetzt schon eure Fragen. Dieser Beitrag entstand in Co-Produktion mit dem Bildungsverlag Zeitbild. Auf der rechten Seite findet ihr einen Link zur Plattform iChange Europe. Da findet ihr ganz viele Infos zur Europawahl. Und darunter ist ein Video von uns. Hier unter Hatti könnt ihr Was geht ab abonnieren. Unter Marti kommt ihr zu Textkalibur und in der Beschreibung verlinken wir euch die Social Medias und unsere Kanäle. Jawohl, das war die Was geht ab Shorts. Und wir testen jetzt mal ein Wahl-O-Mat. Ne? Ja.